So, hier ist Rian vom Daily Pad und es ist Freitagabend 18 Uhr und ich bin auf dem Weg zur S-Bahn-Station, um den Harris abzuholen, denn wir machen das Wochenende was ganz Besonderes. Wir spielen nämlich Ninja Gaiden Black und zwar im Original für die alte Xbox und zwar nicht auf normal, nicht auf schwer, nicht auf sehr schwer, sondern auf Master Ninja. Und ja, das wird eine Pein. Und ich werde mal ab und zu davon berichten, wie es dann um unseren geistigen Zustand geht. Und naja, jetzt holen wir den erstmal den Harris ab. Guten Abend. Sie sind Teil einer Doku. Das ist Harris. Hier sind wir, bevor wir spielen gehen. Spielen gehen, brutal in den Boden gestampft werden. Ich habe keine Ahnung, ob ich diese Kamera richtig halte. Aber wir machen das. Wir machen das. Ja, ich schätze mal, du hast, keine Ahnung, dann nur so die Hälfte deines Gesichts drauf und sonst nichts anderes. Das kann sein. Wir müssen einfach ganz nah. Ja, okay. Okay, perfekt. Okay. Es geht los. Harris bereitet sich vor. Ja. Am Anfang ist man einfach den Elementen ausgesetzt und darf nichts Tolles machen. Und selbst später, wenn man was Tolles machen darf, kriegt man trotzdem jetzt auf die Fresse. Okay, das ist nochmal wichtig. Die höchste Stufe unter den Ninja-Rängen. Der Ninja-Meister. Dies ist eine Reise zur Hölle, so voller Dramatik, dass ihr keine Beschreibung in den niederen Sprachen der Menschen gerecht werden kann. Können sie es schaffen, das Böse zu bezwingen und die höchste Ehrung zu erhalten? Harris? Hoffen, vielleicht, weiß nicht. Das heißt, vielleicht? Wir werden uns bemühen. So in der Art. Ich glaube, man muss einfach nur mal hochspringen. Ja, ja. Und jetzt gibt's gleich auf die Nasenspitze. Nein. Jetzt hör auf, Angst zu haben und geh da hoch. Ich weiß nicht, wie man hier... Da, den Baum, den Baum. Ach, den Baum. Den Baum. Das ist alles so lange her. So lange ist es auch wieder nicht her. Oh mein Gott, Ninjas. Das war nicht die gute Kombo. Ah, du explodierst. Nein. Direkt, oh Gott. Nein. Und fertig. Okay, so schnell kann es gehen. Uhu! Nun gut. Wir melden uns wieder, wenn wir ein bisschen weiter sind. Ja, wir sind immer noch beim Anfang. Es ist eine Stunde später und wir haben einfach nichts geschafft. Nichts. Nach 2 Stunden haben wir endlich den ersten Speicherpunkt im Spiel erreicht. Den ersten. Den ersten. Den allerersten Speicherpunkt. Also nochmal. Ich wollte nochmal Heilung holen. Die Truhe, die da übrigens liegt, die ist schlecht für einen. Ja, also man kann die Truhe aufmachen, dann kriegt man auch was. Im besten Fall kriegt man Leben, im schlechtesten Fall töten einen die Fledermäuse, die da rauskommen. Das Schönste an dem Spiel ist die Kamera, weil eigentlich ist die Kamera mega mies, aber ich finde, sie passt zum Spiel hervorragend, weil sie das Ninja-Dasein einfach simuliert. Man muss halt auf Gegner einschlagen, die man nicht sieht. Man muss, wie in einem Martial-Arts-Film, muss man die Augen schließen und die Gegner spüren. Meistens spürt man sie halt sehr direkt an seinem eigenen Körper und an dem Blut, was dann aus einem herausfließt. So, Harris ist jetzt dabei, zu sterben. Uch! So sieht ein besiegter Mann aus. Aber hier ist es momentan alles ein bisschen langweilig. Ich bin gerade eben gegen 3 normale Typen gestorben, das war echt peinlich. Wir sind jetzt schon bei der Treppe, die zum Boss führt. Das kommt uns so voll, als wenn es erst vor 5 Minuten war, dass wir noch fröhlich Gegner gekloppt haben. Das war so spaßig. Ist das Level schon gleich wieder vorbei. Und nochmal ins Gesicht und nochmal ins Gesicht und da muss... Da muss Rian sich das mal... Das ist nicht schön. Ja, das hat Rian sogar in echt wehgetan. Manchmal hat er auch 2. Was hast du dir gedacht? Ich habe mir gerade gedacht, wenn ich diesen Raum habe, dann gehe ich wieder zurück und speichere. Tja. Rian ist ganz fokussiert. Das ist nun irgendwas nach 1 Uhr morgens. Jetzt kommt ein noch viel schlimmerer Boss. Ja, da kommt er schon. Der wahre Ryu Hayabusa. Oh, du hast eigenes... Uhur. Ja. Ist nicht einfach.
Danke. Heilige Großmutter. Es ist 2:30. Wir sind in Kapitel 6. Wir haben gerade den Ryu besiegt. Und jetzt müssen wir eine Mischung aus Katzen, Ninjas und dem Tod, also dem Sensenmann, besiegen. Und Harris hat verloren. Point. Ja, 11:30. Es ist 11:30. Wir haben viel vor uns. Wir sind immer noch in Kapitel 6. Wir haben jetzt einen Abstecher in die quasi Unterwelt, in die Katakomben unter dem Kloster vor uns. Denn wir müssen jetzt einmal von der Kathedrale oben nach unten, um da... Wir sind uns nicht genau sicher, was wir da eigentlich machen sollen. Wir sollen den Heiligen Gral holen, aber bin mir nicht ganz sicher, warum. Dann werden wir rausgeschwemmt und dann kommen wir ins Kloster zurück und dann taucht einmal auf einmal auf. Es geht schon mit Fledermäusen los. Ich habe mir die Reihenfolge der ganzen Fallen nicht gemerkt. Ich werde das hier hoffentlich dann rechtzeitig... Wir haben eine ganz besondere Gattung von Gegnern, mit die schlimmsten Gegner im Spiel. Wenn man nicht weiß, wie man sie besiegt. Aber ich weiß, wie man sie besiegt. Und das ist diese Dreier-Kombo plus ein Schlagspruch. Auf jeden Fall kommt jetzt Alma. Sie ist ein sehr, ich würde sagen, exzentrisch designter Charakter. Aber seht selbst. Also sie ist... Sie ist definitiv einzigartig. Sagen wir es mal so. Ich meine, oh, sie hat sogar hier... Sie hat Haare. Sie hat schöne blaue Haare. Ja. Nein. Davon will man nicht erwischt werden. Das könnte in diesem Fall sogar ein One-Hit-Kill werden. Das hat nein, nicht so schön. Oh, das ist jetzt... Das Gute ist, bevor man am Boden aufkommt, darf man sich noch heilen. Man hat halt in diesem Kampf quasi nur die Flying Swallow als effektive Angriffstechnik. Das ist das Einzige, was ihr Schaden macht und was sie stunnen kann. Deswegen, und Feuer in den Po, aber das trifft nur so selten. Aber die Flying Swallow trifft halt auch nicht so häufig, wie man es gerne hätte. Aber davon deswegen... hat man mehr. Naja, wie ihr sehen könnt, es ist einer der härteren Kämpfe. So, wir zeigen euch jetzt, was passiert, wenn man einen Panzer erledigt. Surprise! Oh. Noch ein Panzer! Wir haben sehr viele Änderungen im Meister Ninja entdeckt. Wir haben sehr viele neue Gegner bekommen. Jetzt auch so zum Beispiel Krabben-Dämon-Gegner, die Laserschießen, die eigentlich auf Very Hard erst ganz am Ende des Spiels vorkommen. Aber wir haben jetzt auch endlich mal was Gutes bekommen. Nämlich, wenn man 30 Skarabäen hat, 30 Skarabäen bei Muramasa abgibt, dann bekommt man ein neues Item, welches bisher noch nie im Spiel vorgekommen ist. Und das sind... Ayanes Rationen. Ein Reisbällchen mit süßen roten Bohnen verfeinert mildert Ryus Wunden ein wenig. Jetzt gibt es einen ganz besonderen Bosskampf gegen einen Mann, der einen ganz speziellen Move drauf hat, den es gibt. Der Beweger! So bewegt er sich einfach. Er ist Er bewegt sich wieder. Der Hüpfer. Und danach wieder der Beweger. Oh, er kommt wieder. Ah, oh, da kommt er anbewegt. Oh, er hat sich wieder bewegt. Und jetzt kannst du ihn finishen. Bam. Und das war's mit dem Beweger. Er hat sich ins Jenseits bewegt. Wir haben Alma besiegt. Oder eher Rian hat Alma besiegt. Hallo. Oh Gott, das ist der Meister-Ninja-Bonus-Ryu mit dem Paddel. Den gibt's nur auf dem allerhärtsten Schwierigkeitsgrad. Hallo, hier ist Rian im Voice-Over. Und uns ist leider während dieser wirklich signifikanten Stelle im Spielverlauf leider das Mikro nicht ausgefallen, aber ich habe es mit meinem Daumen zugehalten, weil ich so aufgeregt war. Denn das hier ist der Kampf gegen Ishtar. Wir haben bis gerade eben einen sehr, sehr harten Boss-Run hinter uns. Das ist der letzte Höllenlevel. Man fängt an mit einem Minion-Kampf, dann kommt eine Kopie von Alma, dann kommt noch ein Minion-Kampf, bei dem man mit Meteoren beschossen wird, und dann kommt Ishtar, eine Dämonin, die an Rachel angelegt ist. An Rachel erinnert ihr euch vielleicht, das ist die Schwester von Alma und kommt vielleicht in einer halben Sequenz, die wir euch hier zeigen, vor. Ishtar ist immun gegen so ziemlich alles, was man an Tricks benutzen kann. Harris spielt hier gerade und er hatte kurz davor einen sehr, sehr guten Alma-Run. Sie heißt nicht Alma, sie heißt irgendwie Nefaris oder irgend so ein Blödsinn, weil es nicht wirklich Alma ist. Aber er hatte super viele Items und geht dann gegen Ishtar vor und ihr seht schon, dass
Ishtar jetzt schon auf weniger als zwei Drittel ihrer Energie runter ist. Und ich war einfach super aufgeregt und ich habe zum Glück draufgehalten, aber ich habe halt das Mikro zugehalten und ihr seht schon, dass es jetzt gleich soweit ist. Und wir haben noch super viele Items. Und ich glaube, er hat einen von zwei Talismanen verbraucht und vielleicht ein großes Kraftelixier und vielleicht noch ein kleines. Und er lädt auf zur letzten Attacke und er schnetzelt sie klein. Und da habt ihr uns gehört. Und da ist Harris, nachdem er durch ist. Ja, und das ist noch der letzte Kampf gegen Satan, aber das ist nicht so wichtig. Alter, darüber freue ich mich, da war keine Herausforderung. Du bist so unglaublich gut. Aber ich find's toll. Auf Very Hard hatte ich damals einmal ja. den Ishtar-Run gemacht und jetzt hast du ihn geschafft. Wir haben den härtesten Teil des Spiels besiegt. Jetzt kommt noch der Endgegner. Jetzt gehen wir nochmal zurück, kaufen uns Tränke und brute-forcen uns den Weg bis zu den Credits durch. Können wir ein paar abziehen, wo er noch empfänglich für unseren Nimpo ist. Und für die Nimpo-Aura. Oder auch nicht. Auf Abzaun. Und noch einmal! Oh, weil trifft so das schön Nimpo! Okay. Er hat's geblockt. Ja! Oh. Wir haben es geschafft, Harris! Umarme mich! Vor der Kamera, aua! Harris, ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich, oh. das ich mir aufsparen musste. Bis jetzt. Und bis jetzt, oh. Verdient natürlich, es durch den Master Ninja Mode in Ninja Gaiden durchzuspielen, verdient eine Medaille. Eine Ninja Gaiden Medaille, oh. Eine Ninja Gaiden Medaille. Oh, du musst sie mir jetzt auch hier... Ich musste dir auch natürlich umhängen. Sie ist zu klein. Nein! Habe ich halt die Ninja Gaiden Medaille als Kopfschmuck. Hervorragend. Ich habe übrigens eine Matching Medaille, habe ich mir habe ich mir besorgt. Und dann sind wir Medaillen Ninja Gaiden Brüder. Ja. Es wird schwieriger. Nun, wir sind da ein bisschen tiefer gekommen. Nun, anscheinend. Ja, vielleicht mit Gewalt. Du kannst es dir natürlich auch einfach, weißt du, so um den Hals. Ja, machen ja, wahrscheinlich. Und dann hinten festmachen, statt es über den Kopf rüber zu. Ja! Okay, und da sind die Credits. Ja, da sind die Credits. Wir haben es geschafft! Ja! Nie mehr wieder spielen! Dieser Controller hier, das ist der Controller der Legende. 4Gamer ist eine Marke, die es wahrscheinlich heutzutage nicht mehr gibt. Der A-Knopf ist so gut wie kaputt. Er reagiert nicht mehr wirklich gut. Aber er hat's durchgehalten. Es gibt nur Schmerzen. Es gibt nur den Schmerz. Und wir werden gleich erfahren, wie gut wir wirklich waren. Jetzt. So. Alles gelöscht. Hier. Anführer der Ninja. Das bedeutet, den härtesten Schwierigkeitsgrad auf dem zweitbesten Score beendet. Und das war's. Das war's. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch irgendwie Spaß gemacht. Uns hat's auch irgendwie Spaß gemacht. Aber es ging mehr um die Ehre. Die Ehre. Wenn es richtig rum ist. Bye, bye. Bye.